Ja, Leute, es ist endlich soweit. Wir bekommen endlich unser lang ersehntes Camp Kreidezeit-DLC für Jurassic World Evolution 2. Das Ganze kommt am 8. März 2022 raus. Also in ungefähr anderthalb Wochen, wenn ich jetzt richtig rechne. Und das Ganze ist ein Dinosaurier-Paket. Es enthält zwei neue Dinosaurier, zwei neue Varianten von bereits existierenden Dinosauriern und dazu auch noch acht neue Skins für bereits vorhandene Dinosaurier. Und welche das sind, darauf gehen wir gleich nochmal genauer ein. Aber erstmal schauen wir jetzt nochmal ein bisschen genauer auf den Trailer und skippen den mal so ein bisschen durch und schauen mal, was der uns schon so über das Camp Kreidezeit-Pack dann verrät. Unter anderem natürlich mit das Highlight aus dem Pack, nämlich dieser Ankylosaurus-Skin. Das ist der Bumpy-Skin, den haben sich viele gewünscht. Diesen wunderschönen Türkis mit einer hellen Keule. Und jetzt haben wir ihn endlich. Und dahinter sieht man auch schon eine Neuheit, nämlich ist das eine neue Dinosaurier-Variante von dem Uranosaurus. Der hat hier auch ein komplett anderes Segel, die Kopfform ist anders und natürlich auch der Skin. Und ich glaube, der ist der kleiner? Ich weiß es nicht. Es könnte auch die Perspektive sein, weil Bumpy so im Vordergrund steht. Aber vom Körper ist der auf jeden Fall komplett anders. Und hier haben wir schon direkt die nächste Dinosaurier-Variante, die neu ist, nämlich von dem Kentrosaurus. Was genau anders ist, kann ich euch jetzt so nicht sagen. Auf jeden Fall die Stacheln sehen, glaube ich, anders aus. Ich habe jetzt gerade nicht zu 100% den normalen Standard-Kentro aus dem Spiel im Kopf. Aber das ist auf jeden Fall der aus der Serie, auch mit diesem wunderschönen roten Skin. Gefällt mir richtig gut. Und eine neue Spezies, die sich auch schon viele gewünscht haben, nämlich der Monolophosaurus. Und bei dem erwarte ich tatsächlich einige Skins, also so drei, vier Skins. Ich glaube, in der Serie hat man sogar so, ja, vier, fünf sogar gesehen. Ich weiß es gar nicht. Also da waren viele verschiedene Farbvarianten dabei. Und ich denke mal, der wird einige Skins dann mit sich bringen. Und noch eine neue Spezies, nämlich ein neuer Hybrid, der Scorpius Rex. Der darf natürlich nicht fehlen. Da steht er und schreit über den Park. Das Camp Kreidezeit Dinosaurier-Paket. Yay. Kommt am 8. März raus. Ich freue mich da schon sehr drauf. Und wir schauen uns jetzt erstmal nochmal ein paar Screenshots davon an. Und da haben wir den ersten Screenshot, nämlich von dem Baryonyx-Trio aus der Serie, mit drei verschiedenen neuen Skins. Die hatten, glaube ich, auch Namen, ich weiß die aber leider gerade nicht mehr. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie die drei hießen. Irgendwann habe ich das mal auf jeden Fall gehört. Aber das heißt, da haben wir schon mal drei neue Skins, wir können immer mitzählen. Der nächste Screenshot ist von Bumpy, das heißt der vierte neue Skin. Dann haben wir hier eine neue Variante, das ist der Kentrosaurus. Sieht echt nice aus hier. Die rot-schwarzen Stacheln hier. Gefällt mir richtig gut. Dann haben wir hier eine neue Spezies, nämlich den Monolophosaurus. Da sehen wir jetzt aber nur eine Variante. Ich glaube, das ist genau der gleiche Skin, oder? Ich glaube schon. Dann haben wir hier den Uranosaurus. Das ist auch eine neue Variante. Als nächstes haben wir einen wunderschönen Skin. Der glänzt so richtig schön im Mondschein, nämlich dieser leuchtende, coole Parasaurolophus-Skin. Da bin ich dann auch mal echt gespannt, wie schön der leuchten wird im Spiel. Also wenn das genau so leuchtet nachts, dann ist das echt ein Highlight. Dann lohnt es sich auch echt mal so einen Nachtpark zu bauen. Sieht richtig cool aus. Tolle Farbe. Und hier haben wir noch zum Abschluss eins der absoluten Highlights, nämlich der Scorpius Rex. Der sieht wirklich mega böse aus. Oh, die Zähne, das Auge. Oh, der sieht schon heftig aus. Sieht doch richtig hochauflösend aus. Mega viele Details hat der. Da bin ich echt auf die Animation gespannt. Wobei ich schon glaube, dass das relativ nah an den Animationen vom Indoraptor sein wird. Aber finde ich mega cool. Auch hier der Screenshot an sich, wie er hier einfach auf dem Main Plaza langläuft. Das sieht schon richtig cool aus. Und dann habe ich zum Abschluss nochmal dieses wunderschöne Key Art von dem Scorpius Rex.
Ist natürlich jetzt kein Ingame-Footage, aber ist trotzdem ein wunderschönes Bild. Und das könnte man auch mega gut als Desktop-Wallpaper zum Beispiel nehmen. Ich finde es optisch echt mega cool. Ich habe übrigens gerade im Kopf nochmal nachgerechnet. Also wenn die zwei neuen Varianten und die zwei neuen Spezies als Skins auch zählen, dann hätten wir das Baryonyx-Trio, Bumpy, dann den Uranosaurus, den Kentrosaurus, den Scorpius Rex und den Monolophosaurus. Dann wären wir bei 8. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so doppelt aufgezählt ist. Also ich denke mal schon, dass wir noch weitere Monolophosaurus-Skins haben werden und vielleicht auch noch andere Varianten. Also ich lasse mich da überraschen. Also offiziell sind es auf jeden Fall zwei neue Spezies, nämlich der Scorpius Rex und der Monolophosaurus. Dann zwei neue Varianten. Das ist einmal der Kentrosaurus und der Uranosaurus. Und dann insgesamt noch 8 neue Skins. Das umfasst das Camp Kreidezeit Dinosaurier-Paket. Und Leute, ich bin noch nicht ganz fertig, denn uns erwartet mit dem Camp Kreidezeit-Paket auch noch gleichzeitig ein kostenloses Update für alle Spieler, welches auch noch einige coole neue Funktionen in das Spiel bringen wird, unter anderem den Spezies-Viewer, mit welchem man wohl noch mit größeren Details auf die einzelnen Spezies schauen kann. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber vielleicht ist das ja irgendwie so eine Kameraperspektive oder so, wo man dann nochmal die einzelnen Körperteile oder so ansteuern kann mit einer Ansicht oder so. Ich weiß es nicht. Also wenn ihr eine Ahnung habt, was der Spezies-Viewer sein könnte, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und wir bekommen sogar etwas, was wir schon mit einer Mod hatten, nämlich die First-Person-Ansicht. Das heißt, wir können jetzt ohne Mods und offiziell durch unsere Parks als Besucher laufen, was natürlich auch besonders cool ist für die Konsolenspieler, weil diese ja keine Mods installieren können. Freue ich mich aber echt drüber, dass es dann endlich offiziell im Spiel ist. Außerdem werden wir durch das kostenlose Update auch noch einige neue Dekorationsgegenstände bekommen. Unter anderem auch endlich platzierbare Bäume. Ging ja bis jetzt auch nur mit Mods. Aber wir bekommen jetzt auch endlich offiziell individuell platzierbare Bäume ins Spiel. Ist natürlich für besonders so kleinere Landflächen und sowas echt praktisch, wo man dann mit diesem Tool keinen Baum zeichnen konnte. Jetzt kann man dann auch ohne Mods einfach mal so einen Baum dahin platzieren. Ich weiß aber nicht genau, was für weitere Gegenstände das sein werden. Hier steht jetzt halt nur, dass es neue kostenlose Gegenstände geben wird. Und ich freue mich natürlich auch über sowas sehr. Ich würde sagen, wir lassen uns dann einfach mal am 8. März überraschen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gut informiert. Falls ihr mehr Infos haben wollt, abonniert gerne den Kanal. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und lasst ein Like da, da würde ich mich auch sehr freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.